Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, dieses Mal hat die Jamaika-Koalition sage und schreibe 14 Monate für die Erkenntnis gebraucht, die wir von der AfD bereits im Dezember 2019 hatten. Das Kind der hier noch anwesenden früheren Koalitionäre SPD und Grüne, die Pflegeberufekammer, ist teuer, ineffizient und hat sich als wenig nutzbringend erwiesen. Sie wird nun aufgelöst. Diese Erkenntnis wurde in der Tat teuer erkauft, denn sie hat allein für die unsinnige Fortführung im vergangenen Jahr 3 Millionen Euro verschlungen. Diese Steuergeldverschwendung haben wir damals bereits, also im Dezember 2019, kritisiert und folgerichtig dagegen gestimmt. Aber wir haben unserer damaligen Erkenntnis auch Taten folgen lassen, denn, und hier folgt dann auch der Hinweis an die Damen und Herren der schleswig-holsteinischen Medien- und Presselandschaft, wir von der AfD haben bereits im Januar 2020 einen Gesetzentwurf mit dem Ziel der Auflösung der Pflegeberufekammer eingebracht, denn uns war damals schon klar, dass die Kammer keine Zukunft haben würde. Unser Gesetzentwurf wurde in den Sozialausschuss überwiesen. Am 6. Februar und noch einmal am 16. März 2020 wurden die Beratungen zu unserem Entwurf vertagt. Auf eine der kommenden Sitzungen hieß es, zu der es bis heute übrigens nicht gekommen ist. Keine Expertenanhörung, keine Beratung, nur Schweigen zu unserem Gesetzentwurf. Man möchte einfach nicht über unsere parlamentarischen Initiativen sprechen. Es wäre dann ja auch schwierig, weiterhin zu behaupten, von der AfD käme nichts Konstruktives. Nun, das Ende der Pflegeberufekammer kam, wie es kommen musste, und auch Herr Bornhöft hatte ja im Dezember 2019 bereits eine Ahnung, dass eine Vollbefragung der Pflegekräfte das Ende der Kammer bedeuten würde. Warum man dann trotzdem zu diesen 3 Millionen stimmt, das erschließt sich mir nicht, aber nun gut. Und wir haben jetzt den jamaikanischen Gesetzentwurf zur Auflösung der Pflegeberufekammer auf dem Tisch und er wird wohl wieder ohne weitere Beratung im Sozialausschuss noch in dieser Plenarwoche durchgewunken werden. Die Auflösung wird im Haushalt mit weiteren 5 Millionen Euro veranschlagt und dann sind wir das teure linksgrüne Prestigeobjekt Pflegeberufekammer endlich los. Das ist immerhin etwas. Nur haben die rund 28.000 Pflegekräfte in unserem Land jetzt nach all dem Ärger schlicht gar nichts. Viele sehen sich stattdessen Beitragsforderungen und Vollstreckungsandrohungen gegenüber, aber eine Interessensvertretung für Pflegekräfte, die diese Bezeichnung auch verdient, gibt es noch immer nicht. Und auch da waren wir von der AfD im Januar 2020 schon einen Schritt weiter, denn unser Gesetzentwurf sieht neben der Auflösung der Pflegeberufekammer auch die Schaffung einer Pflegekräftevereinigung nach bayerischem Vorbild vor, die ist dort nämlich gut akzeptiert. Wir haben also bereits vor 14 Monaten eine Grundlage für die Zukunft einer Interessensvertretung geschaffen, die auf freiwillige Mitgliedschaften und nicht auf Kammerzwang setzt. Und dass Pflegekräfte eine Interessensvertretung brauchen, steht doch außer Zweifel. Und selbst ja, auch wenn die Bayern nicht die Abdeckung haben, die sie gerne hätten, sie ist immer noch von größerer Akzeptanz als das Ding, was wir hier jetzt endlich beerdigen. Der jamaikanische Gesetzentwurf sieht derartiges nicht vor. Aber ich rechne damit, dass man uns pünktlich zur neuen Legislatur dann erklären wird, was man alles wieder mal in Planung haben wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.